Das Ausbildungsprojekt Daumen hoch für die Ausbildung geht in die zweite Runde. Herwig Wöpse, Bürgermeister der Samtgemeinde Habstedt, begleitete diesmal die Mitarbeiter und Auszubildenden des DRK-Seniorenzentrums Habstedt, um sich über Berufe im Bereich Altenpflege zu informieren. Der Arbeitstag begann für ihn früh. Um 17:45 war ich pünktlich hier, hatte mir erstmal, ein entsprechendes T-Shirt angezogen, damit auch für die Bewohner sichtbar wird, der gehört zum Haus und ist kein Fremder. Dann bin ich von den Auszubildenden Frau Koch und Frau Giebelmann mit an die Hand genommen worden und bin dann in den Alltagssituationen zu den Bewohnern mit dabei gewesen und habe ja so ziemlich alle Arbeitsabläufe hier kennenlernen können. Ich bin ganz spontan, habe ich mich entschlossen, ein FSJ zu machen, auch in einer Sozialstation, also im ambulanten Pflegedienst. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ach, ich möchte was mit alten Menschen machen. Hallo, Frau Klinker. Hallo. Ich habe einmal Mittagessen mitgebracht. Ja, danke. Bitte schön. Wir wünschen einen guten Appetit, lassen Sie es gut schmecken. Danke. Ich komme gleich. Was hier an der Arbeit schön ist, ist erstmal, dass man mit Menschen für Menschen da ist. Das heißt, hier hat man eine Arbeit, die, sehr sinngebend ist, wo man, glaube ich, jeden Tag spürt und erfährt, warum man seine Arbeit macht, weil von den Bewohnern auch immer direkt Rückmeldung kommt, wie die Arbeit gewertschätzt wird. Und wo man auch weiß, wenn man selbst nicht da wäre, würden Bewohner, die sich nicht mehr selbst helfen können, unversorgt sein und in schlechteren Verhältnissen sein. Bitte sehr. Guten Appetit wünschen wir. Ich habe mir schon ein Bild gemacht, wie das hier so ablaufen könnte. Hatte gesunden Respekt, weil ich mir nicht sicher war, mit welchen Situationen man so in Berührung kommt und wie auch die Bewohner reagieren. Aber es war hier ganz angenehm von der Begleitung durch die Mitarbeiter und auch die Bewohner war ganz offen und ganz unbefangen mit mir. Also wir konnten ganz normal hier Alltag erleben. Das war sehr angenehm. Also es gibt schöne Seiten, es gibt auch mal Tage, die nicht so gut laufen, aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Und das ist auch bewohnerabhängig und auch selber tagesformabhängig. Also es gibt viele schöne Seiten. Es ist sehr umfangreich, aber überwiegend eigentlich nur Schönes. So, eine Muffe in der rechten Arm, in der linken Arm. Der Muffe auf drei. Okay, komm. 1, 2, 3. Wunderbar. Dann holt sie hier im Fass an den Nachttisch. So macht er das nämlich immer, dass er so gewohnt der Herr wurde. So. Bis oben? Ja. Nicht zu weit. Nein, ein bisschen. Kannst du so lingen, junger Mann? Ja. Es ist vielseitiger, als ich gedacht habe. Also es gehört eine ganze Menge dazu. Das ist ja dieses Pflegerische, dann ist es, die Begleitung, aber auch so ein bisschen die Ansprache der Bewohner, die Bewohner im Auge zu haben und eben auch die ganze Dokumentation. Alleine schon heute Morgen zum Beispiel war die Situation, dass die Nachtbereitschaft die Übergabe gemacht hat an die Tagesmitarbeiter und was dann alles an Informationen schon aus der Nacht an der Mitarbeiter vermittelt wurde, war schon sehr interessant, wie feinfühlig und wie genau hier beobachtet wurde, welchem Bewohner es vielleicht besser geht, welchem Bewohner es schlechter geht. Das war also ganz interessant, wie gut das Netzwerk hier funktioniert, um die Bewohner gut im Blick zu haben. Muss aber nicht. Ich bin da nicht so geübt drin. Frisch ist das. Heute ist ja Freitag. Ich sage immer in der Schule, wenn wir fertig sind, sind wir fast Ärzte. So viel lernen wir auch wirklich medizinische Sachen und Anatomie und alles. Betreuung spielt auch eine Rolle bei uns in der Schule. Es wird Plattdeutsch unterrichtet, weil hier im Umkreis sehr viel Plattdeutsch gesprochen wird und gerade die Generation da auch noch viel Wert drauf legt. Man kann ja viele Weiterbildungen machen, Wundexperte, man kann Einrichtungsleitung werden, Pflegedienstleitung, stellvertretende Pflegedienstleitung, alles eigentlich. In jedem Bereich kann man sich weiterbilden. Ich kann mir das gut vorstellen. So. Das war wichtig, wenn das auch gleich erkannt wird und hier gesehen wird. Von genau. Und da hat sich das so gescheuert, dass da so eine Blase war. Oh ja. Und das wurde sofort schwarz-weiß. Eine Dame, mit der ich kurz alleine war, hat gesagt, oh, wie schön, dass Sie da sind, Sie haben so eine schöne Art. Nun ist mein Vorteil, ich hatte ein bisschen mehr Zeit. Ich hatte Zeit zuzuhören, mit den Leuten zu sprechen, was ja sonst vielleicht nicht so der Fall ist. Und die Dame hat mir das gesagt, Mensch, schön, dass Sie da sind und ich mit Ihnen so schön sprechen konnte. Das hat mich gefreut.